Zulasten der Tiere und zulasten der betroffenen Bürger, der Verbraucher und letztendlich auch zulasten des Steuerzahlers, meine Damen und Herren. Massentierhaltung ist jedem ein Begriff. Selten jedoch wird sie im Alltag zu einem Thema. Meist bleibt es bei einem abstrakten Gedanken, einem dumpfen Bauchgefühl. In jedem Dorf werden die Bewohner jedoch nun im alltäglichen Leben mit den Problemen der massenhaften industriellen Tierproduktion konfrontiert. Mitten im Ort soll eine Ferkelzuchtanlage, die die Bürger schon seit Jahren stört, vom Großinvestor Van Dijk erweitert werden. 2500 Sauen sowie 70.000 Ferkel sollen Platz finden in den überfüllten Hallen. Diejenigen Dörfer sind besorgt und wollen sich wehren. Die grundsätzliche Forderung ist, dass die Schweinezuchtanlage nicht erweitert wird, sondern so in ihrem Bestand bleibt, wie sie jetzt ist, bei 1800 Sauen. Um diese Forderungen durchzusetzen, gab es am 1. April eine Demonstration vor der Kreisverwaltung in Jenikendorf. Anschließend haben die Betroffenen ihre Sorgen während einer Anhörung im Kreistag zum Ausdruck gebracht. Es haben alle ihre Bedenken äußern können, sachliche Atmosphäre. Ich weiß natürlich nicht, wie weit das dann auf den endgültigen Bescheid Einfluss hat. Ich fürchte, nicht so einen großen. Ja. Sven Schröder, Abgeordneter der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag und Vorsitzender im Ausschuss für ländliche Entwicklung, war natürlich vor Ort und hat sich von den Problemen und Sorgen der Bürger ein Bild gemacht. Die Bürger sind deswegen besorgt, weil die dort vorhandene Ferkelzuchtanlage momentan 40.000 Tiere aufweist. Sie soll um 30.000 Tiere erweitert werden, immerhin dann also auf 70.000. Es wird dort erhebliche Probleme mit Schadstoffemissionen geben, zumal sich in ca. 200 Metern Entfernung eine Kita befindet und nur 50 Meter weiter eine Großbäckerei. Zu seiner persönlichen Meinung zur Massentierhaltung findet er aber sehr deutliche Worte und fügt auch direkt an, was seiner Meinung nach verändert werden muss. Massentierhaltung ist natürlich ein gesellschaftliches Problem. So wie man mit seinen Mitgeschöpfen umgeht, so ist letzten Endes auch die Gesellschaft aufgestellt. Und wenn wir weiterhin dazu neigen, Tiere in Massen zu halten, zu Bedingungen, die niemand vertreten kann, solange stimmt in unserer Gesellschaft etwas nicht.